So, wir schauen uns mal noch einen Kodex an. Hier haben wir einen Teil vom Madrider Kodex. Das ist ein Teil, der den gesamten Zolk'in zeigt, also alle 260 Tagesglöfen. Und die Koeffizienten fehlen hier. Im Original ist dieser Teil nicht ganz komplett. So, was haben wir hier? Wir haben hier die Finsternis-Symbole. Sonnenfinsternis, Mondfinsternis. Das ist der Ringgott Chak. Also hier haben wir das Zeichen für Tamales. Truthahn Tamales. Sehr lecker. Hier sitzt ein Priester vor einem Weihrauchgefäß. Hier haben wir den Regengott. Er verschüttet Wasser aus einem Krug. Hier haben wir die Klapperschlange. Auch hier zu finden. Hier, das ist sehr schön, der Regengott Chak sät Mais aus. Er hat den Pflanzstock in der Hand. Vier kleine Maiskörner sieht man. Und hier ein großes Maiskorn, wo die frischen Triebe schon herauskommen. Hier ist ein Hirsch, Gott der Unterwelt mit einer Fackel. Hier ein Händlergott mit dem Stirnband, er trägt eine Last auf dem Rücken, schlägt mit der Axt in die Wolken, verursacht den Regen. Hier der Regengott mit einer Rassel. Hier ist der Regengott mit Axt und Schild zu sehen. Hier mit einer Fackel. Schildkröte. Noch ein Vogel, der Wasser ausspuckt. Ein Fisch und ein Frosch. Als Fruchtbarkeitssymbole. Und hier auf der letzten Seite die junge Mondgöttin Ischel. Sie ist auch die Göttin der Weberei. Das sind die Spindeln auf dem Kopf. Und hier ist ihre Hieroglyphe. Chakchele. Chakchel. Chakischchel. Die große Frau des Regenbogens. So, das ist mein Madrider Kodex. Ein Meter lang.